Ein Stockfisch, dieser Riku. Haut einfach mit diesem Mädchen ab, ohne sich zu verabschieden. Abgehauen? Sagen Sie es mir. Wo ist er hin? Zu den Ruinen von Hollow Bastion, wo Malefiz residiert. Aber du wirst sie nie zu Gesicht bekommen. Solange du nicht vorhast, deine kleine Feenfreundin im Stich zu lassen. Rückt das Schlüsselschwert heraus und ich verschone euch. Sei froh, dass ich gnädig bin, nicht so wie die Herzlose. Nun, was soll es sein? Das Schlüsselschwert oder die Planke? Die Bestie! Das Krokodil, das meine Hand verspeist hat! Osmi! Jetzt will es meine andere Hand! Ich muss hier weg! Weg, husch, husch! Ich ertrage diesen Anblick nicht! Smi! Kümmer du dich um sie! Flieg, Sora! Du musst nur ganz fest daran glauben. Danke, Peter. Ach, nicht der Rede wert. Du hast Naseweiß geholfen und ich dir. Die Kraft der Heilung erhalten. Wow, Vita ist zu Vitra weiterentwickelt. Endlich, es wurde ja mal Zeit, ne? Oh Mann, nee, wir lassen es mal so. Wenn Peter Pan dabei ist, kann die gesamte Gruppe fliegen. Im Sprung einfach drücken und mit... Okay, wenn Peter dabei ist, ne? Jetzt seid ihr alle dran. Ich hatte ja schon Bedenken gehabt, so nach dem Motto... Oh verdammt, ich habe nicht sicherheitshalber noch Items ausgerüstet. Für den Fall der Fälle, dass ein Bosskampf kommt. Dann ist ja zum Glück Hook abgehauen. Und als ob wir gegen Smir gekämpft hätten. Eigentlich irgendwas Schönes. Aber Peter Pan in der Gruppe lassen sollen. Oder wieder mit reinnehmen sollen, sag ich mal so. Ich würde gern fliegen. Ach, ich kann fliegen. Der muss nicht bei mir in der Gruppe sein. Es muss einfach nur seine Welt sein, wo er verfügbar ist. Ich denke mir so, was? Warum können Donald und Goofy fliegen und ich nicht? Schöner Gegner, oder? Ich finde die so lustig. Hier gibt es auf jeden Fall eine weiße Trio-Tech. Aber was freue ich mich auf den Moment, wenn ich alle Trio-Techs kann. Ist wie abstürzend gerade gewesen, ne?
Sind Sie das, Mii? Haben Sie alles erledigt? Ei, ei, Captain. Alle über die Planke getrieben. Jeden Einzelnen. Verdammt! Lust auf eine kleine Abkühlung, Stockfisch? Jetzt lassen wir dich mal über die Planke gehen. Es kommt doch zu einem Bosskampf. Ich habe keine Heilung. Yippie! Wirkt zumindest so. Mal gucken. Von der Musik her halt, ne? Aber jetzt habe ich Vitra. So viel angenehmer. Was ist denn? Warum ist er da so weit rum gewesen? Muss ich nicht verstehen, ne? Warte, so hoch? Hoch und runter ist auch wie bei Ariel. Wo ist das denn? Schiffi! Schiff? Wo ist der Gegner hin? Da oben! Hat er sich wieder geheilt? Kann das sein? Hat doch schon mehr Schaden gemacht, oder? Ich muss mich doch viel mehr auf ihn konzentrieren. Doch das Schießen. Nicht Magie, sondern Items. Megabäuschen. Nicht der. Der da. So viel hat er nämlich nicht mehr an Leben. Vor allem, wie wir jetzt irgendwie in letzter Zeit viel mehr mit richtigen Gegnern zu tun haben als Bosse, anstatt mit Dingsgegnern, mit Herzlosen. Der mit seinen komischen Geschenken immer. Ich brauche die Geschenke nicht. Wo ist er? Da. Feuer!
nicht mehr viel. Es hat nicht mehr viel. Jetzt ist er erledigt. Sora hat Tollwut gelernt. Ansem Bericht 9 erhalten. Kairi ist nicht wieder aufgewacht. Naja, vielleicht hat sie wirklich ihr Herr... Sora? Ich kann's immer noch nicht fassen. Ich bin wirklich geflogen, wenn ich das Kairi erzähle. Bin gespannt, ob sie mir glaubt. Wahrscheinlich nicht. Komm doch mit ihr irgendwann ins Nimmerland. Dann kann sie selber ausprobieren. Wenn man daran glaubt, kann man alles schaffen. Stimmt? Ich werde Kairi finden. Ich weiß es. Ich möchte ihr gern so vieles erzählen. Über das Fliegen, die Piraten und was sonst alles passiert ist. Was ist Naseweiß? Was ist mit dem Glockenturm? Was soll denn da sein? Du wirst sie finden, Sora. Du darfst nicht aufgeben. Ja, was soll mit dem Glockenturm sein? Da ist eine Kiste. Das auf jeden Fall. Oh, wieder Welpen. Ach, wir müssen ja auch noch... Ich glaube, in dieser Welt kann man nämlich auch noch das Schlüsselloch finden. Und das müsste dann ja der Glockenturm sein, weil der hat ja so eine ganz besondere Bedeutung. Da ist auch nochmal ein Speicherpunkt. Ich habe mir nicht so gedacht, so... Ich hatte ja sowas, also mit dem Turm halt in Erinnerung gehabt. War mir aber überhaupt nicht sicher. Ich muss mal kurz gucken, ob da oben noch irgendwas drauf ist. Wie weit ich einfach hochfliegen kann, das ist so cool. Gut, da ist nichts weiter. Aber... Vielleicht fällt euch ja zufälligerweise was auf. Ich gehe mal besser ins Bild. Von jetzt kann man es eigentlich ganz gut sehen, was euch auffallen sollte. Warte, wenn Sora nicht im Weg ist. Oder Goofy oder irgendwer anderes. Kann man das nicht irgendwie... Man kann da irgendwie draufschlagen. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Jetzt. Navigumini erhalten. Das heißt, wir müssen sowieso wieder zu Sid. Da passt das ganz gut, dass wir nach Travers wollen und einkaufen. Hey, Sora. Hm?
Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtige Abenteuer, nicht sowas hier. Klar, aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Sie soll in der Nacht des Meteoritensturms... Es war sehr leichtsinnig, sie ohne ein Schiff hierher zu bringen. Vergiss nicht, wer sich zu sehr auf die dunklen Mächte verlässt, den kann es das Herz kosten. Ein Überlebender. Seine Welt ging unter, doch nicht sein Herz. Als wir die Prinzessin aus seiner Welt verschleppten, ist er ihr offenbar durch schiere Willenskraft hierher gefolgt. Aber fürchte dich nicht. Es wird dir nichts geschehen. Er ist deinen Kräften nicht gewachsen. Meinen Kräften? Ja, den ungenutzten Kräften, die in dir stecken. Es ist nun an der Zeit, mein Kind, die Kräfte zu wecken und ihre Macht zu erkennen. Peter, gehst du wirklich ins Nimmerland zurück? Leider. Doch wir können uns jederzeit sehen. Aber nur, solange du Nimmerland nicht vergisst. Oh je, sie fängt schon wieder an zu kochen. Tu mir einen Gefallen. Pass gut auf sie auf, ja? Was? Naseweiß kann gerufen werden. Sora hat Feenhaar erhalten. Gruppen Ability Kleider gelernt. So, die Gruppen Ability sollte dafür sorgen, im Sprung die O-Taste gedrückt halten, um durch die Lüfte zu gleiten. Jubi, dubi. Was der nicht alles hat hier. Oh, warte mal, der hat schon wieder zwei. Hä? Das hat er nicht gehabt? Bin verwirrt. Der hat auch schon wieder zwei. Gut, dann kann ich Esprit wieder ausrüsten. Und der hat natürlich nichts. Dafür hat er aber... Oh, einen dritten Accessoireplatz gekriegt. Ich glaube, ich gehe auf Verteidigung höher. Verteidigung ist immer gut. 25? 25, so. Okay. Feuer, Blitz. Was habe ich noch? Feuer und Dunkelschäden. Nehmen wir Feuer und Dunkelschäden erstmal. Achso, genau. Ich wollte da gucken wegen Feenhafe. Maximum MP steigen um 1. Angriffskraft von Magie und Rufen steigt. Führt Volltreffer aus. Führt aufeinanderfolgende Volltreffer und führt Volltreffer aus. Wir versuchen es einfach mal. Warte. Hat Peter... Nee, Peter hat nichts mehr. Das habe ich immer so gerne gemacht. Die Ausrüstung und Items von den Charakteren klauen. Das habe ich immer zu gerne gemacht. Und Wendy bleibt übrigens hier oben, ne? Die kommt nie wieder nach Hause zurück. Oder von diesem Turm runter. So, wir speichern. Ich würde nämlich an dieser Stelle die Aufnahmesession beenden. Sodass wir dann in der nächsten Aufnahme... wieder nach Traverse reisen müssen wir sowieso wegen dem neuen Navigummi. Und da können wir uns eindecken mit
9 Items. Wie viel Geld haben wir? 1560. Ja, das kann man schon mal ein bisschen was kaufen von. Und ja, dann gucken wir mal, welche Welten wir dann können. Vor allem wüsste ich gerne mal, wann ich die gelbe und weiße Trikotech lerne. Spätestens dann wollte ich nämlich nochmal die Welten so durchgehen, um zu gucken, ob ich alles hab. Oder soweit alles hab. Ich kann ja mal gerade, wenn ich hier schon so am Babbeln bin, mal ins Tagebuch rein. Ansehenbericht. Ja, sind die hier. Aber ich will sie eigentlich noch nicht lesen, vor allem, weil hier der zweite Teil fehlt. Wenn, dann möchte ich schon mehrere aufeinanderfolgenden. Im Idealfall alle aufeinanderfolgenden. Aber da muss ich nochmal gucken, wie viele es gibt. 45 Hunde haben wir schon gerettet. Das ist doch schon mal was. Triotex. Jo. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann, tschüss. Eure Teil.